Initiating satellite scan. Camera deployed. Link establishing. Satellite coming down. Welcome to duty. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Triple-Leftler, liebe Friends, Family und Fans. Willkommen zurück. Schön seid ihr wieder hier. Schön seid ihr wieder hier. Es heißt wieder LS19 Season 1. Wir sind wieder ready. Und der Predi ist auch hier. Liebe Zuschauer. Der Predi ist hier. Ja, ist da. Hallo, moin. Wir haben schon wieder strikte Aufgabenverteilung hier, liebe Zuschauer. Und zwar, der Predi fängt an mit Dreschen. Und ich muss so irgend so ein Baumding-Bumm holen gehen. Weil wir haben ja letzte Folge haben wir da ein bisschen Bäume gefällt. Und jetzt müssen wir die Baumstrünke wegmachen, ne? Yep, wie es gehört. Yeah, yeah, yeah. Wie es sich gehört. Ein Bagger wäre geil. Ein Bagger? Ja. Was hab ich denn jetzt? Hab ich da? Hab ich nicht, ne? Ne. Übrigens, liebe Zuschauer. Liebe Zuschauer. Erste Folge in dieser Season mit dem Lenkrad. Hä? Ja? Da bin ich gespannt, wie das aussieht. Ja, das ist schon cool. Aber ich glaube, ich hätte mir Push-to-Talk von Discord aufs Fußpedal legen sollen. Auf die Kupplung. Ja, ist ein bisschen... Und wir haben neuen Sound. Ding, 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 ding. Das wollen wir nicht. Das nehmen wir. Liebe Zuschauer, schön seid ihr mit dabei. Der Zug fährt rum im Hintergrund. Die Bremse ist echt noch ein bisschen zu schwach. Also, Forstmaschine. Baum pflanzen, nein, Baum sägen, nein, Baum transportieren, nein, Baumstümpfe, blö, blö, bla, blub. Genau. Wie heißt das genau? Baum, blie, bla, bla, blub. Also, effektiv heißt es. Effektiv heißt es ST65T. Von FSI Powertech. Okay, Baumdingsens. Ja, Baum, blibli, bla, blub. Oh. Hallo? Das Game macht so Bock. Oh ja. Ah, ich hab... Ich hab grad gemerkt, meine Bremsen- und Rückwärtstaste ist irgendwie noch komisch eingestellt. Ey, das muss ich noch ändern. Ich kann kaum rückwärts fahren. Okay. Ja. Ist das auf... Ah, auf dem Lenkrad meinst du? Ja, das Problem ist, die Bremsentaste hat eine Feder drin. Ja. Und die ist so stark. Bei anderen Spielen funktioniert das nicht schlecht, aber hier, ich muss so krass drauf treten, dass das Ding bremst. Irgendwas ist da noch nicht so toll. Okay. Vielleicht muss ich sie erst auf die Kupplung legen. Das Bremsen. Ja, mal gucken wir mal. Das ist hoch, runde. Ja.
Boah, da muss ich recht in die Eisen treten, du. Mal sehen. Ich muss recht in die Eisen treten, dass da was geht, ey. Wie im echten Leben. Ja, aber ich trete meine Pedale fast durch die Wand. Und dank unserem Project Reality bin ich wie ein Irrer am Blinken und so. Das ist echt krass. Also, ja, ich kann gar nicht mehr ohne. So. Finde ich gut. Ja, ja, ich auch. So, wie macht man das jetzt? Müssen wir mal gucken, wie man das macht. Ich habe das noch nie gemacht mit dem Ding. Mach erstmal den rein. Wahrscheinlich nach unten, oder? Ah, das ist so eine Fräse, ne? Mhm. Anschalten. Oh, das klappt ja. Krasser Scheiß. Oh, das kannst du links, rechts, hoch, rum. Was ist das für ein geiles Ding? Okay, 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 okay. Überzeugt. Irgendwo war doch noch ein zweiter so Baumstrunk, oder ne? Jetzt fräst alles weg, los. Ja, aber ich hab doch irgendwo... Ich hab doch zwei Bäume gefällt hier. Ich finde den zweiten Strunk nicht mehr. Ja, den kleinen da irgendwo. Ja, ja. So, egal. Weißt du, auf was ich Bock hätte? Was denn? Silageballen. Oh ja. Was kostet denn der Ballenmacher da? Ich guck gleich, Moment. Wenn ich zum Stillstand komme. Das ist scheiß Ding. Ballentechnik. Silage meinst du, ne? Oh, was ist denn das? Ah, das ist der andere Wickler. Der ist Rumpballen. 76.000. Der geht ja. Ja, plus den Anhänger für 39.000. Ja, ja. Das hole ich schnell wieder raus. Ja, das Tolle wäre dann, wenn wir die Silageballen in die Dingens packen. Die BGA, oder? Kannst du da Ballen reinpacken? Ja, müsste man schauen, ja, ob das geht, ja. Wäre cool. Das wäre nicht schlecht. Da können wir das direkt bei der BGA verkaufen. Gibt das dann mehr Geld, als wenn man die Silageballen verkauft? Das wäre eine kluge Frage. Müssen wir testen. Können ja je eins machen. Ein Anhänger so verkaufen, einen in die BGA. BGA ist das Problem, gibt Geld immer nur 24.00. Mhm. Aber ja. Solange wir noch kein Meer haben und das Feld neben der BGA, könnte man das so machen. Solange wir da die Fahrsilos nicht ja, füllen, klar. Ne? Hey, wir haben wieder einen Schafzuwachs bekommen. Oh. Hast du gesehen? Noch nicht. 46. Nice. So, wo ist jetzt der olle Baumstrunk hier? Siehst du so schlecht? Ah, okay, der Trecker steht drauf, der andere. Okay. Ich muss den eh noch schnell leeren. Oder kannst du mir den schnell leeren? Würde das gehen? Ja, ja. Auf dem Weg. Oh, liebe Zuschauer, schön seid ihr wieder hier. Schön seid ihr wieder hier. Ich hab so Bock drauf.
Ding, 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 ding. Ach, ihr, echt jetzt? Alter, hast du... Was? Aha. Was denn? Gar nichts. Er war zu lang. Ich dachte, ich wäre schon drüber und dann nicht und dann, ja. Egal, vergessen. Sobald eine andere Fruchtsorte kommt, stellt der Mähdrescher ab, das ist voll der Kack. Ja, da müssen wir ein bisschen basteln, weil ich Scheiße gebaut habe. Tja. Ja. Ah, jetzt. Mhm. Jetzt ist natürlich immer noch falsch, ne? Oder was? Ja, das geht schon. So. Wo war der Baumstrunk? Da. Ich glaube hier, oder? Ich muss das mal platt fahren da. Nervt. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Gefährliche Sache hier. Ah, diese Gebüsche, ne? Ich glaube, ich soll da erstmal einfach mit dem Flug durchfahren. Dass die scheiß Gebüsche weg sind, da sehe ich die Baumstrünke dann. Ja, mach das. So, ich glaube, ich habe jetzt alles weg. Wir müssen ja gar nichts sehen, ne? Ich nehme mal den Trecker vom von der Seemaschine. Boah, das war knapp. Din, 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 din. Ah! Wie war denn das nochmal hier? Oh yeah, liebe Zuschauer, guckt euch das an. Und dann fahren wir da mit der Walze wieder drüber. So muss das sein. Ja, jetzt sehe ich die Baumstrünke. Lustig. Lifehack.
Muss immer ein bisschen auf der Lenkrad gucken hier. Ich hab's noch nicht so im Griff, liebe Zuschauer. Aber es kommt, es kommt. Aber für das habe ich eigentlich. Ich Noobi-Noob. Für das habe ich ja das eigentlich auf die Maus noch gelegt. Weißt du, was wir auch noch kaufen müssen? Was denn? Tieranhänger. Oh, für die Schafe, ne? Yeah. Das stimmt. Ich würde schon mal wundern, wie viel wir für ein Schaf bekommen. Ja, mal gucken. So. Wo oben? Bei mir oben. Nein. Alter, die Scheiße so laut. Das ist doch was, ne? Mit Bäumen, liebe Zuschauer. Ich glaube, ich habe alle Bäume gekillt. Nice, so. Machst du da die Bücher auch noch weg? Da links von mir? Links von... Oder rechts von dir aus gesehen? Welche denn? Da zwischen Gras und Schaffarm. Da hier mittendrin? Okay. Wollen wir die? Ich weiß nicht. Da in der Schräge meinst du, oder? Ja, genau. Oh, ich guck mal. Ich muss jetzt drüben erstmal wieder dann mit dem Ding durch da. Mit der Walze, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich das Ding hinklatschen soll. Was denn? Ah, die Fräse. Ich glaube, ich klatsche die aber da. Alter! Dieses Rückwärtsfahren! Hallo? Jetzt gehen wir das wieder wegmachen, liebe Zuschauer.
Da, 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 da. Ja, wenn das so weitergeht, denke ich, können wir in der nächsten Folge so fett Wolle verkaufen mit den Schafen, ne? Da haben wir 4 Paletten, oder? Genau. Ja, hier müssen wir dann nochmal mit dem Flug durch. Auf jeden. Irgendwas ist da kaputt. Guckt euch das an, liebe Zuschauer. Yeah, man. Ja, nicht blinken hier. Die Walze bringt's, die Walze bringt's. Weiß nicht, was das ist. Hier. Ist das ein Teil Baum oder was? Ist weg. Ja, ciao Bäume, ne? Yeah, Platz. Ciao Bäume, hallo Platz. Ich hoffe, es bringt was beim Helfer mit dem Sehen. Ich hoffe, das war das Problem da, die Bäume. Nee. Wenn er immer noch Scheiße sieht, dann waren es nicht die Bäume. Ich glaube schon, dass es die Bäume sind.
So, was wollt ihr jetzt noch haben? Ich glaube, das war's mal. Come on, come on, come on. Ohne Lenkrad bin ich zehnmal schneller, du. Krass. Muss ich erst dran gewöhnen. Schön. Krasser Shit. Überlegen. Eigentlich muss ich. Den Trecker brauchen wir da eigentlich gar nicht. Fahr ich doch für nix dahin. Fahr ich doch für nix dahin, liebe Zuschauer. Ja, ich würde sagen, das ist okay. Die Bäume sind weg. Wir haben erfüllt. Ich hoffe, es bringt was. Das Krasse ist, diese Ecke, dieses bisschen Bäume wegnehmen, mit Dingens und allem, hat zwei Folgen Anspruch genommen. Oh mein Gott. Denn wir sind schon wieder am Ende, lieber Pred. Wow. Ich bin noch nicht mal in der Hälfte vom Feld. Ja, es ist übel. Es ist übel. Jo, dann wünsche ich, ne? Bis zur nächsten ja. Folge. Nächste Folge ciao, again. Ciao. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, auf Wiedersehen. Stay tuned. Bye, bye.